Hallo, ich bin die Sabine Roth und ich erzähle euch wieder mal was von meinem Back-to-Eden-Garten. Heute stelle ich euch meinen Schredder vor. Der heißt Axt 25 TC. Das ist ein Turbinenschredder. Das bedeutet, das ist eine offene Turbine und wenn da sich was staut, naja, da kann man ihn reinfilmen, dann fällt es einfach durch. So, dann geht's mal los. Hier habe ich mir schon ein bisschen Äste abgeschnitten von dieser Kerie, wo ich euch gesagt habe, die tue ich nach und nach weg. Gut. Dann nimmt man einfach ein bisschen Zeug, stopft es da oben rein. Eigentlich hätte ich vorher einschalten müssen. Nächste. So ein Stopper. Dann schauen wir mal. Hier ist so eine Schublade. Und da haben wir dann das geschredderte Zeug drin. Und das nehme ich dann einfach wieder zum Mulchen, ist ja klar. So. Jo. Genau. Schütten wir einfach daher. Schaut danach ein bisschen schöner aus gleich wieder. So. Genau. Und immer flächig, also Schicht für Schicht auftragen. Die Schichten werden nicht vermischt. Jetzt zeige ich euch nochmal. Ich habe mir gedacht, ich bin ein bisschen zu doof für Gemüsegärtner. Aber das wird sich jetzt ändern. So, ich bin eine Blaubeere im Topf und die bekommt jetzt langsam so gelbliches Grün. Also die Blätter da werden grün. Im Gegensatz zu der, die hat eigentlich schöne grüne Blätter. Jetzt habe ich gedacht, der Unterschied ist, weil die vielleicht in der Erde wächst und die im Topf. Aber mir ist aufgefallen, ich habe letztes Jahr der geschredderte Äste gegeben im Herbst, da waren die Blätter schon ab. Und beim Back-to-Eden-Gardening ist ja ganz wichtig, dass man Äste und die Blätter durchschreddert, also braunes und grünes, grüne Anteile. Jetzt ist mir eingefallen, ich habe ja diesen Kompost 25 und so habe ich da so viel wie noch Platz gehabt hat im Topf oben bedeckt, nochmal angegossen, weil der Paul Gauci sagt ja immer, das was die Pflanze ernährt ist der Kompost-Tee, sagt er immer, also eben wenn der Regen die Nährstoffe aus den Blättern und aus dem Holz reinspült zu den Wurzeln runter. Und das ist auch der Grund, warum man einfach die Schicht oben auf hinlegt, weil der Regen transportiert dann die Nährstoffe in die tieferen Schichten zu den Wurzeln. Und das habe ich jetzt gleich mal in der Badewanne auch gemacht, in meinem Gemüsebeet. Das da wird ein Mais. Ich hoffe, dass der kommt. Auch schon wieder abgefressen. Und dann habe ich mich eben gewundert, warum fressen in der Badewanne die Schnecken das Zeug ab? Da habe ich letzten Herbst auch die nackten Äste reingeschreddert. Das war wohl keine gute Idee. Also sogar ich, wo ich mich mit der Methode beschäftige, habe da den Fehler gemacht, Holz ohne Grün als Mulch zu benutzen.
Und in der Badewanne, da explodiert ja das Zeug förmlich. Und da habe ich eben schon mal Bokashi mit rein. Und Bokashi ist ja purer Nährstoff. Genau. Und ja, hat ein paar Tage gedauert, bis ich drauf gekommen bin, aber es liegt wohl daran, dass man die holzigen Bestandteile mit grünen Bestandteilen unbedingt mischen muss. Unbedingt, unbedingt. Weil dann funktioniert das Back to Eden nicht, wenn man nur Holzschredder benutzt. Ciao!